Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück zu Train Sim World 3 und fahren heute mal die BR423, schauen uns das Paint Bahnland Bayern vom lieben Big Tom an. Vielen lieben Dank dafür. Natürlich fahren wir in bzw. bei München. Suchen uns mal die S4 Richtung Geltendorf früh um 7.03 Uhr raus. Wir fahren sie bis Passing. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, blend mich aus und dann geht's jetzt los. 282 Tonnen bei 8 Einheiten, einer Länge von knapp 133 Metern, passt. Wir rüsten mal so weit noch auf wie nötig, Türen öffnen links, dann im FIS, Routeneingabe, Zugverbund, S4 Geltendorf war es, gelle. Jetzt, Eingabe, bestätigen, passt. Dann gucken wir mal, ob es auch wirklich gepasst hat. Hat gepasst. Noch die Spitzensignale an und ich glaube, dann sind wir schon fertig und abfahrtbereit soweit. Wir haben noch gut eine Minute Zeit, schauen wir mal schnell von draußen, uns das Paint mal hier fix an. So schaut es aus, sehr schick. Also mir gefällt es unheimlich gut. Ich selbst lebe ja in München, kenne das aber gar nicht aus dem Real Life, diese Lackgebung, einfach bedingt der Situation geschuldet, dass ich so gut wie nie S-Bahn fahre. Aber das taugt mir ungemein. Ich finde es cool, dass es hier in TSW3 als Lackgebungsmischverbund jetzt dargestellt und gefahren wird. Wir selbst haben das Gerät in der Lackgebung in Transport Fever 2 in der Staffel 1 im Dauerbetrieb seit Jahren. Und ich glaube auch mal eine Zeit lang in der dritten Staffel auf der Map gehabt. Sehr, sehr schön. So, nochmal reingesetzt, nochmal geguckt. Passt alles, dann können wir gleich loslegen. Türen schließen. Und Abfahrt. Ja, und wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Ebenfalls freue ich mich natürlich auf eure Likes und Kommentare. Vielen lieben Dank vorab dafür. Jo, schaut schon wirklich gut aus. Schön anzusehen. Wir schwingen uns mal rein, lassen SIFA, PZB und Co. einfach aus. Dann können wir ein bisschen besser der Strecke entlang noch spotten, die paar Minuten, die wir jetzt hier fahren, um uns die Garnitur weiterhin schön von außen anzuschauen. Oh, ich bin schon viel zu schnell, verdammte Axt. Ich bin schon viel zu schnell, muss sowieso bremsen. Wieder völlige Überschätzung. Aber das ist dann auf jeden Fall erstmal maximal effizient gefahren. Ja, und es gibt kein anderes, schlimmeres Gerät als die 423 hinsichtlich der Trägheit der Bremse. Ganz schlimm. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Stationen wir fahren. Jetzt erstmal Donnersberger Brücke. Aber wir werden bestimmt ein, zwei Mal so fast am Bahnhof vorbeirauschen. Das kenne ich schon von mir. Cool, cool. Türen schließen und wir sind jetzt schon hinter Fahrplan. So, 1,1 Kilometer bis zum nächsten Halt, München-Hirschgarten. So, läuft. Musik.
Nächster Halt Münchenleim. Abermals in weniger einen Kilometer. So, und ich guck mal, ob wir den Halt schaffen von außen. Im Spotter-Modus sozusagen. Tatsächlich muss ich das Hut dafür anlassen, sonst kriege ich es nicht gebacken. So schaut es aus. Und es wird jetzt sportlich. Aber es klappt perfekt von außen. Traumlandung sozusagen. Cool. Also ich sag, das ist schon gar nicht so schwer, das zu schaffen, auch mit dem Haltepunkt zu treffen in der Außendarstellung, im Idealfall auch ohne Hut, aber mit der 423 ist und bleibt es für mich ein großes Problem, weil sie eben so ein absolut träges Bremsgefährt ist. Türen verriegeln. Und dann geht's los. So, nächster Bahnhof denn schon, München-Pasing, in 3 Kilometer. Wir Zeitraffern mal fix. Ah, schöne Parallelfahrt. Wunderschön. Da kriege ich sie gar nicht so schnell eingefangen. Und wir sind auch gleich am Bahnhof. Wir müssen bremsen, Freunde, bremsen. Schöner Zugverkehr. Ein TSW 3, wunderschön immer. Ist viel zu wenig, muss ich sagen. Aber c'est la vie. Also, gute Fahrt an den ICE. So, und wir haben das doch auch wieder grundsolide gemacht. Kann doch gar nicht besser gehen. Das soll es dann gewesen sein, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Reinschalten. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Jedenfalls freue ich mich auf eure Likes und Kommentare. Ich hoffe, ihr seid gesund. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Baba, der Checo. Servus.